Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video erzähle ich dir etwas zum Thema Wienfilter bzw. Geschwindigkeitsfilter. Damit kann man geladene Teilchen nach ihrer Geschwindigkeit sortieren. Schauen wir uns das geschichtlich an. Hier haben wir den Wilhelm Wien, der 1911 den Physiknobelpreis bekommen hat, allerdings nicht für den Wienfilter, sondern für seine Arbeiten zur Wärmelehre. Und bei dem Wienfilter handelt es sich um einen Geschwindigkeitsfilter für einen Teilchenstrahl aus einer Ionenquelle. Das heißt, wir betrachten geladene Teilchen. Der Filter ist nach seinem Entwickler entsprechend Wienfilter benannt. Und der resultierende Teilchenstrom hat nach dem Filter eine ganz genau definierte Geschwindigkeit. Und das Ganze hat halt zwei entsprechende Vorteile. Diese Geschwindigkeit ist unabhängig von der Masse. Das heißt, man kann wunderbar geladene Teilchen, unbekannte geladene Teilchen, eine ganz genau definierte Geschwindigkeit geben. Und das kann man zum Beispiel wiederum nutzen bei zum Beispiel einem Massenspektrograph, der Teilchen nach ihrer Masse sortiert. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich vorher ganz genau weiß, mit welcher, und dass alle Teilchen immer mit der gleichen Geschwindigkeit da reinfliegen. Und dafür brauche ich zum Beispiel den Wienfilter. So, hier habe ich den Wienfilter. Das ist ein Kondensator. Hier ist Plus, also positiv geladene Platte, hier ist eine negativ geladene Platte. Dazwischen habe ich ein elektrisches Feld. Und hier ist ein Teilchen, das fliegt durch den Kondensator. Q größer 0 bedeutet ja nur, dass das Ding positiv geladen ist. Gut bei Ionen, das sind ja Atome, denen man Elektronen geklaut hat. In der Regel. Gut, es kann natürlich auch ein Atom sein, was ein Elektron zu viel hat. Aber Ladung ist eigentlich egal, ob das jetzt Plus oder Minus ist. Die Funktion ist im Prinzip die gleiche. Aber jetzt haben wir mal ein positiv geladenes Teilchen. So, dieses positiv geladene Teilchen fliegt durch den Kondensator durch. Jetzt ist es so, dass positiv und positiv sich abstößt. Positiv und negativ zieht sich an. Das heißt, das Teilchen wird abgelenkt. Jetzt haben wir noch ein Magnetfeld. Das Magnetfeld ist von der Orientierung her senkrecht auf dem elektrischen Feld orientiert. Die Symbolik hier bedeutet, stell dir einfach einen Pfeil vor. Ein Pfeil hat vorne eine Spitze, das heißt, wenn du ihn von vorne siehst, siehst du einen Punkt und hinten hat er so Federn dran, das heißt, wenn du ihn von hinten siehst, siehst du praktisch ein Kreuz. Das heißt, dieses Symbol bedeutet, dass das Magnetfeld in den Bildschirm hineingeht. Gut, da ich jetzt hinter der Glasscheibe sitze, sozusagen auf mich zugeht. Jetzt haben wir das Magnetfeld geklärt. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was macht denn das Magnetfeld mit dem positiven Teilchen. Und dazu nimmt man die, dem Fall rechte Hand, also linke Hand, negative Teilchen, rechte Hand, positive Teilchen. Das würde ich dir auch gerne jetzt vorführen. Das Problem ist ja nur, ich sitze ja hinter der Glasscheibe. Das heißt, alles, was ich mache, ist ja spiegelverkehrt. Das heißt, ich muss die linke Hand nehmen und du musst die rechte Hand nehmen. Also die rechte Hand ist eigentlich richtig, nur weil ich jetzt auf der falschen Seite sitze, muss ich die linke nehmen, damit wieder alles schauen. Ja. Probieren wir das Ganze mal. Du nimmst, wie gesagt, die rechte Hand da lang rein und hoch. Das Problem ist jetzt, dass ich das ja mit der linken Hand machen muss, damit das sozusagen von dir aus gesehen richtig rum aussieht.
Es ist nicht so einfach. Ich muss mich dazu ganz schön verrenken. Also der Daumen, das passt noch. Der Zeigefinger, der muss ja, ich setze mich mal ein bisschen so rum, damit ich meine Hand nicht zu dolle verrenken muss. Also der Daumen, die Richtung, der Zeigefinger deutet auf die Wand und der Mittelfinger zeigt nach oben. Und genau das sieht man hier sehr schön. Es wird nach oben abgelenkt. Und wenn jetzt zwei Sachen zusammenkommen, nämlich die Ablenkung nach unten und die Ablenkung nach oben, und das jetzt zufällig von der Geschwindigkeit abhängig ist, hat man nämlich genau einen Geschwindigkeitsfehler. Das heißt, nur wenn das Ding die richtige Geschwindigkeit hat, fliegt es gerade durch. Und den mathematischen Kram gucken wir uns jetzt. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Mathematik machen. Der Aufbau hat man ja eben besprochen, beziehungsweise dass da entsprechend zwei Kräfte wirken. Und das Ganze fliegt dann gerade durch, wenn beide Kräfte gleich groß sind. Also müssen wir nur noch die beiden Kräfte aufschreiben, gleichsetzen und dann schauen wir mal, was da rauskommt. So. Die Mathematik. Dazu gucken wir uns ein einzelnes Teilchen an, wobei es eigentlich unerheblich ist, ob es positiv oder negativ geladen ist. Für ein positives Teilchen rechte Hand, Lorentzkraft zeigt nach oben, Coulombkraft nach unten. Für ein negatives Teilchen würde, ohne dass ich was am Wienfelder ändere, die Lorentzkraft nach unten zeigen und die Coulombkraft nach oben zeigen. So, jetzt brauche ich nur noch die beiden Kräfte gleichsetzen. Q mal E ist die Coulombkraft, QVB ist die Lorentzkraft. Und dann sehe ich schon, es ist unabhängig von der Ladung. Das heißt, ich kann die Ladung einfach wegkürzen. Und dann muss ich im Prinzip nur noch hergehen und das nach V auflösen. Und das ist entsprechend E durch B, beziehungsweise in der vektoriellen Schreibweise Betrag E durch Betrag B. Wichtig ist halt nur, E und B müssen senkrecht aufeinander stehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also, solange E und B senkrecht sind, kann ich diese Formel verwenden und dann funktioniert auch der Wienfelder. Soweit, so gut.